fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Auf die Plätze! Fertig! Sekunden auf 100 Meter. Bestzeit. Ich bin hier heute für euch in Namibia im südlichen Afrika wegen des schnellsten Landsäugetiers auf der ganzen Welt, dem Geparden. So schnell wie er ist keiner. Na, da kann selbst ich nicht mithalten. 100 Meter in nur 4 Sekunden, das ist Rekord. Der Gepard hat mich ganz schön stehen lassen. Bevor ich den Geparden jetzt gleich live kennenlernen darf, habe ich für euch schon mal ein paar Infos rausgesucht. Geparde leben nur in Afrika und in Namibia die meisten. 3000 sind es hier, doch leider sind sie vom Aussterben bedroht. Die superschnellen Jäger sind Einzelgänger, streifen also allein in der Savanne herum. Wie bei Katzen üblich markieren die Männchen ihre Reviergrenzen mit Urin. Die anderen Geparde riechen daraus, ich habe hier nichts verloren, hier herrscht ein anderer. Von einem erhöhten Platz aus kann der Gepard die Savanne gut überblicken. So weiß er immer, wer sich in der Gegend aufhält und wo Beute zu finden ist. Erst am Abend oder in den frühen Morgenstunden geht er auf die Jagd. Dann ist es kühler. Hat er ein Beutetier erspäht, startet er durch. Er braucht nur 4 Sekunden, um bis auf 110 Stundenkilometer zu beschleunigen. Lange hält er das aber nicht durch. Der Gepard hat einen Schakal erspäht, doch der ärgert ihn mit wildem Hakenschlagen. Nach etwa einer Minute muss der Jäger aufgeben, denn sein Körper ist durch die enorme Muskelarbeit beim Rennen überhitzt. Und da der Gepard nicht schwitzen kann, braucht er eine kleine Pause. Doch schon geht's weiter. Es dauert nur Sekunden, bis er die Gazelle mit einem Tatzenschlag zu Boden reißt. Mit einem Biss in die Kehle erstickt er seine Beute. Die Jungen dürfen immer als Erste fressen und die Mutter passt auf, dass keiner auf die Idee kommt, ihnen die Beute zu klauen. Der Leopard glaubt zwar, dass ihn die Gepardin im hohen Gras nicht sieht, doch sie hat ihn längst im Visier. Den Geiern, die hier überall herumlungern, reichen die Reste. Ich bin jetzt mit Florian verabredet. Er ist Biologe und kümmert sich zusammen mit seinem Kollegen Matt um die Geparde in der Auswilderungsstation Nankusee. Hey! Hallo! Was machst denn du hier? Ich baue das Lauftraining für unseren kleinen Geparden auf. Hier ist ein kleiner Gepard drin, ne? Hier ist ein kleiner Gepard drin. Komm mal rein. Kannst du mir jetzt helfen? Da, ich sehe ihn. Genau, schon. Da ist er. Komm, wir gehen mal von der Tür. Ein echter Gepard. Ist dein erster, ne? Ja, oh ja, ist mein erster Gepard. Ja, mit dem machen wir jetzt gleich ein bisschen Lauftraining. Okay. Dass er seine Muskeln aufbaut, ist ja noch ein ganz kleiner. Wie alt ist der denn? Der ist jetzt 5 Monate alt. Das ist noch ein Baby. Ein ganz junger, ja. Er ist von seiner Familie getrennt worden. Okay. Und die Mutter und die Geschwister sind leider erschossen worden. Oh. Und dann haben die Nachbarn von den Bauern haben ihn aus der Falle gerettet und an uns abgegeben. Und wir peppeln ihn jetzt auf. Und kommt er wieder in die freie Wildbahn? Der soll wieder zurück. Und deswegen muss er jetzt Lauftraining kriegen. Und da kannst du ihm jetzt beim Aufbauen helfen. Da bin ich gespannt. Komm. Kondition und Geschicklichkeit würde der kleine Gepard in der Natur von seiner Mutter und im Spiel mit den Geschwistern lernen. Jetzt macht es Flo. Was ist das? Ich kann damit jetzt noch gar nichts anfangen. Genau, das ist ein Motorsystem mit einer Batterie. Mhm. Und wir ziehen den Lappen an der Leine lang. Und der Gepard rennt dann dem Lappen hinterher, weil sich der bewegt.
Denn alles, was sich schnell von ihm wegbewegt, interessiert den jungen Geparden. Das Jagen ist dem Geparden angeboren. Er will und muss hinter dem Lappen, seiner Spielbeute, herrennen, denn das stärkt seine Kondition. Wie bei einer richtigen Jagd beobachtet er die Lappenbeute ständig, auch wenn er nur locker neben ihr hertrabt. Dann rast er wieder los und versucht in einem tollen Spurt die Beute zu erwischen. Der Lappen wird von Florian mit der Fernbedienung gesteuert. Das will ich auch mal probieren. Ich werde es mal versuchen, ja? Der Gepard wartet schon, dass es wieder losgeht. Okay. Lappenbeute spielen ist fast wie einen Modellflieger steuern. Boah, der düst voll ab. Es macht Riesenspaß, mit dem Geparden um die Wette zu rennen. Naja, eigentlich bediene ich ja nur die Fernsteuerung. Aber Florian sagt eh, Schluss für heute. Du, Florian, die können ja bis zu 110 Stundenkilometer schnell werden, oder? Ganz genau. Und 100 Meter in weniger als 4 Sekunden rennen. Boah, die können so schnell beschleunigen. Ja, schneller als jedes Auto, was es im Moment gibt. Schneller als der allercoolste Sportwagen? Ganz genau. Boah, das ist der Wahnsinn. Stellt euch das mal vor. Du, sag mal, wie machen die das denn, dass die so schnell werden können und so schnell beschleunigen können vor allem? Als erstes können die ihre Krallen nicht einziehen. Das heißt, die haben immer eine sehr gute Bodenhaftung und die haben sehr große Oberarm- und Gesäßmuskeln und können aus dem Sitzen halt einfach unheimlich viel Kraft entwickeln. Okay. Dann haben sie einen sehr langen Rücken, der flexibel ist und den langen Schwanz, der als Ruder funktioniert. Zum Lenken? Genau. Okay. Weil bei der hohen Geschwindigkeit müssen sie einfach auch die Richtung halten können. Und die Wirbelsäule ist flexibel und damit kann der sich wie eine Ziehharmonika zusammenziehen und große Sprünge machen. Ah, okay, und auch schnell bremsen höchstwahrscheinlich, ganz oder? Genau. Dann zieht sich's wieder zusammen sozusagen. Genau. Das ist ja total spannend. Ah, da kommt jemand. Mit einem Kanister. Oh, was gibt's jetzt? Jetzt gibt's Futter. Nach getaner Arbeit darf er jetzt fressen und da kannst du uns helfen. Kann ich dir helfen? Super. Ganz genau. Das müssen wir ihm bloß auf den Abstand halten. Komm. Also man sieht schon, dass es ein echtes Wildtier ist, ehrlich gesagt. Das ist ein wilder Gepard. Ich bleib einfach hinter dir, ja? Genau, du bleibst bei uns. Kapsa. Komm, helf dir. Oh, Florian. Jetzt ist mir aber doch ein bisschen mulmig. Hoffentlich stürzt er sich erst aufs Fleisch, wenn ich es ihm zugeworfen habe. Genau. Neben die Wasserstelle, aber so, dass es sieht. Genau. Oh, und weg, Düster. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Ah, der ist echt ein Meister der Tarnung, Mensch. Absolut, ja. Die verstecken sich im Schatten. Und da hast du kaum eine Chance, ihn in dem Land rauszufinden. Nee, keine Chance. Wenn er jetzt in der freien Wildbahn wäre, dann wird man ihn jetzt wahrscheinlich gar nicht finden. Nee. Ist der lustig, der schmatzt total laut. Der kaut jetzt mit seiner Backenschere, kaut er das Fleisch jetzt ein bisschen weich. Okay. Und dann reißt er einzelne Stücke raus und schluckt die gleich runter. Komplett runter, ohne zu kauen. Genau. Er weicht sich vorher so ein bisschen auf, damit er es besser runterschlucken kann. Wir lassen den jungen Geparden jetzt erstmal in Ruhe fressen. Jetzt habe ich noch ein richtiges Highlight für dich. Echt? Ja. Was denn? Das werde ich dir noch nicht verraten, das wirst du gleich sehen. Okay. Komm, wir gehen mal los. Ein Farmer hat die Tiere hierher gebracht. Die Gepardin hatte Springböcke gerissen, die der Farmer züchtet. Gott sei Dank hat er sie nicht erschossen, sondern nach Nankusee gebracht. Hier werden wilde Tiere abgeliefert, die ein neues Revier weit ab vom Menschen brauchen. Vorher muss die Gepardenmutter aber untersucht und deshalb betäubt werden. Tut es dem Geparden jetzt weh? Der Pfeil an sich ist ein kurzer Stich, wie bei einer Impfung. Mhm. Wie jedes Kind das in den Arm kennt. Und wir ziehen ihn ja später wieder raus, wenn es schläft. Okay. Nee, das piekt mal kurz. Das ist kurz, ein kurzer Piekser und dann ist es sofort vorbei. Okay, und hier hast du jetzt den Pfeil mit dem Betäubungsmittel drin. Da kommt jetzt natürlich noch die Nadel oben drauf. Da kommt hinten noch eine kleine Feder dran, dass der auch gerade fliegt. Ah, jetzt bin ich ja gespannt. Halt mal kurz fest. Ich darf halten, ja. Du darfst halten, nur nicht trinken. Was wird mir passieren? Dann fällst du auch um. Wirklich? Und werd aber wieder wach. Ja. Na, probier es lieber nicht aus. Alles ist bereit und ich darf mit hinter den Zaun, wo die Gepardin im Käfig hockt. Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, zu guten Grund. Ja. Oh. Was
uns mal hier bleiben. Okay. Was heißt hier hocken? Sie tobt. Klar, denn sie hat bestimmt furchtbare Angst und will am liebsten mit ihren Jungen abhauen. So ein Schuss mit dem Narkosegewehr ist nicht einfach. Rudi, der Leiter von Narkose, muss genau zielen und an der richtigen Stelle am besten exakt in den Oberschenkel treffen. Zum Glück hat er das schon oft gemacht. Rudi hat den Fall jetzt 11.12 Uhr. Verabreicht. Also trage ich hier 11.12 Uhr ein. Genau, bei der Zeit gegeben. 11.12 Uhr hat er das Mittel bekommen. Okay. Jetzt müssen wir 10, 15 Minuten warten. Und dann hoffentlich schläft sie tief und wir können sie aus der Kiste rausholen und dann beginnt die Untersuchung. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass dieses wilde Tier jetzt gleich ganz ruhig wird. Die ist zwar betäubt, aber das ist keine Vollnarkose. Es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen bei einer Operation am Menschen, dass man nichts mehr mitbekommt von der Umwelt. Sie hat weniger Gefühl, wenn wir sie anfassen und sie fühlt keinen Schmerz. Mhm. Aber sie kriegt schon über Geräusche und über Bewegung noch mit, was mit ihr passiert. Mhm. Deswegen müssen wir leise sein, ganz leise reden und dann auch nur ganz vorsichtig an ihr arbeiten. Ganz vorsichtig. Darf ich sie dann auch anfassen vielleicht? Ja? Okay, vorsichtig, aber alles vorsichtig. Alles vorsichtig und ganz ruhig. Okay. Und dann ist das in Ordnung. Das wird spannend. Und während unsere Gepardin jetzt langsam einschläft, gibt's für euch noch ein paar Infos. Bis zu 6 Junge bringt eine Geparde nach einer Tragzeit von 3 Monaten zur Welt. Die Mutter versteckt die Neugeborenen so gut es geht in einer Erdkuhle oder hinter einem Busch, damit sie nicht von anderen Raubtieren entdeckt und getötet werden. Sind sie etwas größer, bekommen sie silbergraue Nackenhaare. So kann man sie im Savannengras kaum erkennen. Die Savanne ist ein riesiger Spielplatz für die Kleinen. Stundenlang balgen sie sich und trainieren dabei ihre Geschicklichkeit. Die Mutter passt immer auf und bemerkt jeden, der sich der kleinen Gruppe nähert. Löwen und Hyänen zum Beispiel sind hungrige Feinde, die sogar kleine Geparde anfallen würden. Bis sie 1,5 Jahre alt sind, bleiben die Jungen bei der Mutter. Erst wenn sie die Jagd perfekt beherrschen, ist ihre Erziehung abgeschlossen. Das Narkosemittel wirkt und wir können die Gepardin gefahrlos aus ihrem Käfig heben. Sie wird untersucht und bekommt ein Senderhalsband angelegt. So können die Biologen später ihre Wege in der Wildnis nachverfolgen. Du sprühst die jetzt mal einmal schön ordentlich mit dem Zeug. Überall? So auf der Distanz? Schön nah an das Tier. Okay. Überall sind Fliegen. Genau. Ganz genau. Okay, ich sprühe sie jetzt ein, damit die Fliegen verschwinden. Jetzt mal ihre Körpertemperatur messen. Okay. Um zu gucken, dass sie uns nicht überhitzt. Hier hinten im Po? Genau, hinten im Po. Ich mach ein. So. Einfach reinstecken. Genau. So. Und dann gucken, wie sich die Temperatur entwickelt. Okay, bis es piepst, wie bei uns Menschen. Hm? Wie bei euch Menschen. Okay. Ganz genau. Und alles unter 41 Grad ist für einen Gepard normal. Ach, das wäre für uns schon ganz, ganz hohes Fieber. Richtig, aber dadurch, dass sie in so trockenen und heißen Gebieten wie Namibia leben, können die ihre Körpertemperatur für eine gewisse Weile nach oben regulieren. Okay. Ohne dass das ein wirkliches Fieber ist. Ohne dass sie krank sind im eigentlichen Sinne. Ganz genau. Okay. Was hast du jetzt als Endwert? Ich habe hier jetzt als Wert 38,6. Okay. Also ist sie gesund, ja? Die ist ganz gesund, die ist auch in super Kondition. Und was wir jetzt machen, ist, wir legen ihr jetzt das Senderhalsband an, damit wir sie dann in Zukunft weiter verfolgen können. Das ist ja auch der Grund, warum sie jetzt hier schläft, ja? Genau. Damit wir dieses Senderhalsband rummachen können. Richtig. Und dann werden wir heute, nachdem sie freigelassen ist, werden wir später mal gucken gehen, ob wir sie finden können. Okay. Okay? Dann kannst du mir jetzt helfen und du nimmst jetzt mal, kommst mal hier vor. Ja. Und hältst jetzt mal den Kopf einfach nur hinten. Einfach im Nacken, ja? Genau. So wie das Katzen mit ihren Jungen auch machen, ne? Ganz genau. Das tut dir jetzt nicht weh. Das tut dir nichts weh und gar nicht. Ich will jetzt erstmal nur gucken,
Das ist gar nicht so einfach. Die hat einen ganz schön schweren Kopf. Wie fest müssen wir das Halsband machen, ohne dass es abfällt, aber auch, dass es nicht zu eng ist, dass er uns nicht erstickt oder irgendwas? Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Das wollen wir überhaupt nicht. Nee. Das merken wir uns jetzt mal. Das vierte Loch. Dann geben wir ihr gleich auch noch mal Augentropfen. Damit die Augen nicht austrocknen. Die kann jetzt nämlich nicht mehr zwinkern. Okay. Ah, das kenne ich ja. Genau. Genau. Was einzigartig für den Gepard ist, dass sie diese Tränenmarken haben, die im Gesicht runterlaufen. Stimmt. Ne? Das sieht fast ein bisschen so aus, als wäre sie traurig. Nee, das wird zwar Tränenmarken genannt, weil es so aussieht, als wenn sie schwarz weint. Dient aber dazu, weil die im Tageslicht jagen und hier in Afrika viel grelle Sonne ist, dass dieser schwarze Strich absorbiert die Sonne vom Auge weg. Mhm. Damit der Gepard, weil es ein visueller Jäger ist, der auf Bewegung reagiert. Damit sich die Augen auf die Beute fokussieren können. Okay, also das hilft dem Geparden sozusagen besser zu sehen. Ne? Genau, also sie wird dann einfach nicht mehr geblendet von der afrikanischen Tagessonne. Das ist quasi wie eine Sonnenbrille für uns. Ganz genau. Ja, nur ohne Brille. Und immer dabei. Und immer dabei. Sehr praktisch. Ah, Florian, guck mal, da wo du deine Hände gerade hast, da sehe ich gerade was ich schon herausgefunden habe über den Geparden. Mhm. Nämlich, dass die nie die Krallen einziehen können. Es ist ja quasi wie bei einem Hund. Hm? Also wir können das ja mal kurz zeigen. Hier bei dem Zeh. So ist die Kralle normal. Sie ist halb eingezogen, aber nicht voll eingezogen, wie bei allen anderen Großkatzen. Und so ist die Kralle ausgefallen. Ein Gepard, eben weil er so schnell laufen muss und damit er nicht die Traktion und die Bodenhaftung verliert, hat die Krallen permanent draußen. Ah, okay. Wie die Spikes, ja? Wie die Spikes beim Sprinter. Genau. Ganz genau. Geparde sind also perfekte Renner. Sogar ihre Körpergröße hilft ihnen, schnell zu laufen. Ganz schön lang. Ganz genau. 106 cm. Weil die halt für Hochgeschwindigkeit gebaut sind, sind die eher lang als muskulös. Okay, ich verstehe. Wie ein Windhund am Ende. Sag mal, müssen wir jetzt eigentlich aufpassen, dass sie bald wieder wach wird? Vielleicht? Ganz genau. Die fängt an, sich die Lefzen zu lecken am Mund. Darf ich mal gucken? Ja? Mhm. Also sie hat eben kurz... Ach, das hast du mir noch nicht gezeigt. Eben. Zeig mir mal das Gebiss. Ganz genau, das ist ein typisches Raubtiergebiss für eine Großkatze. Oh, vorne die großen Reißzähne. Ganz schön große Zähne. Und dann hinter den großen Reißzähnen hast du die Backenschere, die Zähne, die hier ineinander greifen, um das Fleisch dann vom Beutetier abzuschaben und abzureißen. Okay. Und damit kauen sie dann auch. Und ich sehe aber, die Zunge bewegt sich immer wieder. Genau. Darf ich noch ein Bild machen für meinen Blog? Was für ein schönes Tier. So friedlich ist sie gleich nicht mehr. Die Gepardenmutter darf jetzt in Ruhe aufwachen. Sie wird zu ihren Kindern in den Käfig gebracht, den wir mit Planen abgedeckt haben. So fühlen sich die Tiere sicherer. Rudi sagt mir, dass wir jetzt leise sein müssen. Es tut mir fast ein bisschen weh, ihr beim Aufwachen zuzusehen. Sie taumelt herum und ist dann wieder furchtbar wütend. Ach, jetzt sieht sie ihre Kinder. Hey. Mittlerweile sind Mutter und Kinder wieder in einem Käfig vereint. Am liebsten aber wollen sie raus in die Freiheit. Eieiei. Es wird Zeit, sie auf den Lastwagen zu laden und in ihre neue Heimat zu bringen. Ich glaube, die sind ganz schön schwer. Das Verladen ist Knochenarbeit. Da ist jede helfende Hand willkommen. Immer wieder müssen wir den Käfig abdecken, damit die Geparde nicht so gestresst werden. Wir haben es geschafft. Jetzt geht's raus in die Freiheit. Die Gepardin ist jetzt vollkommen wach und faucht schon wieder herum. Hoffentlich finden wir eine geeignete Stelle, um sie freizulassen. Das ist nicht so einfach. Die Menschen hier leben von der Viehzucht und überall sind Farmen. Ich glaube, ich kann nicht helfen. Wir brauchen aber ein Revier für die Gepardin, in dem sie nicht in Versuchung geführt wird, Farmtiere zu reißen. Sag mal, Florian, warum setzen wir sie denn jetzt genau hier an dieser Stelle aus? Hier drüben sind jetzt mehrere Wasserlöcher, ja, zu denen sie zurückkommen können, wo sie das ganze Jahr über Oberflächenwasser haben, um zu trinken. Okay. Dann die ganze Gegend hier ist relativ sicher, weil wir viel Wild haben.
Und wir deshalb davon ausgehen, dass die Tiere kein Nutzvieh reißen werden, sondern sich auf natürliche Beute wieder konzentrieren. Okay, also sie sind rundum versorgt hier. Genau. Und super. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, was wir hoffen, ist, wenn wir jetzt die Kiste aufmachen und Sirenen raus, dass alle zusammenbleiben. Okay, als Familie zusammenbleiben sozusagen, genau. Mutter und Kinder. Weil die Jungen sind ja noch relativ klein und können noch nicht komplett selbst für sich sorgen. Okay. Das heißt, die Mutter muss ja dann nach der Freilassung alle wieder finden können. Sie brauchen die Mutter noch? Genau. Okay. Dann drücken wir die Daumen und hoffen, dass alles klappt. Ich darf der kleinen Familie die Tür in die Freiheit öffnen. Das macht mich sehr, sehr stolz. Auch wenn ich ganz schön Bammel habe. Was für ein toller Moment. Wir haben 4 Geparden ihr wildes Leben zurückgegeben. Du, Florian, die finden sich aber schon wieder, oder? Es ist besser, wenn wir denen jetzt Ruhe lassen. Okay. Dass die Kleinen mit ihrer Mutter aufschließen können. Und dann finden sie sich. Genau. Okay. Dann lass uns gehen. Dann lass uns gehen, auf jeden Fall. Es wäre so schön, wenn die Mutter mit ihren Kindern hier eine gute Zukunft hat. Mit bis zu 110 Stundenkilometer raste der Gepard an mir vorbei. Das schnellste Landsäugetier der Welt. Krass. Sogar der erst 5 Monate alte Gepard hätte mich mehrfach überrundet, obwohl das sein erstes Lauftraining war. Raubtierfütterung. Da war mir schon ein bisschen mulmig. Oh, und wer düster! Florian hatte eine tolle Überraschung für mich. Eine Gepardenfamilie war an diesem Morgen in die Auswilderungsstation gebracht worden. Ich musste den Atem anhalten, als Rudi die Gepardenmutter mit dem Narkosegewehr betäubte. Bei der Untersuchung durfte ich mithelfen. Es war ein tolles Gefühl, die Geparden anzufassen. Die Krallen sind wie Spikes an den Füßen. Deshalb kann sie so schnell rennen. Und das Beste, ich durfte die Gepardenfamilie wieder in die Freiheit entlassen. Jetzt möchte ich aber wissen, wo unsere Familie neuerdings lebt. Das Muttertier hat ja ein Senderhalsband. Eigentlich müssten Flo und ich sie finden können. Komm, ich gebe dir mal das Equipment. Ja. Damit wir den Gepard gleich suchen. Ah, das ist jetzt die Antenne, das oder? Das ist die Peilantenne. Hier ist das Kabel für die Antenne. Okay. Und dann habe ich hier den Verstärker. Alles klar. Und jetzt gehen wir auf Suche. Genau. Sehr schön. Florian muss mir erst zeigen, wie das alles zusammengesteckt wird. Die Antenne soll ja funktionieren. Dieses hier? Den Verstärker an. Hier ran? Gerne. Gut. Und jetzt kann's losgehen. Super. Die Antenne nach vorne. So. Ach, so hält man die. Das so ist ja hält lustig. Man die. Genau. Und dann peilst du einmal über das ganze Tal und guckst, ob du irgendwo ein Signal hast. Sozusagen ein halber Kreis jetzt einmal hier. Richtig. Und wenn du den Gepard gefunden hast mit der Antenne, dann piept der Verstärker. Ah, dann fängt es an zu piepen. Ganz genau. Hier ist nichts. Ah. Okay. Ganz leise, ne? Ganz leise hat man was. Ganz weit weg, das Signal. Wie weit ist der jetzt entfernt von uns? Bestimmt noch 7 oder 8 Kilometer. Könnten wir da hinfahren? Wir können es probieren. Bestimmt 200-300 Meter ranfahren. Echt so nah? Ja. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen zu Gesicht. Mit ein bisschen Glück, ja. Super. Komm, wir fahren los. Auf geht's. Los geht's. Wir haben die Familie gefunden und es scheint ihr gut zu gehen. Fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann